denn mir stehen natürlich deutlich bessere Wege offen, Geld zu verdienen, und das wird mir nichts bringen, so wie viel Arbeitszeit reingeht in die Videoerstellung und wie viel dabei rumkommt durch YouTube und so, ist halt wirklich ein niedriges Level. Und wenn man weiß, okay, man hat da eine Option, wo man, sag ich mal, wie kann ich das etwa so ausdrücken, mindestens 5 bis 10 Mal so viel Geld pro Stunde macht, ja, mindestens, dann ist man halt auch geneigt, irgendwann diese Option sich wieder zu, ins Leben mitzunehmen. Egal wie viel Spaß und Leidenschaft dann dabei ist, wenn man die Möglichkeit dann hat, dann sagt man irgendwann, okay, ja, muss halt auch gucken, dass Geld drankommt, ja, und Familie und dies und das, und dann werde ich einfach davon Abstand nehmen zu sagen, ich möchte mit dieser Sache hier, mit als YouTuber Content Creator Geld verdienen, mein hauptsächliches Brot quasi verdienen auf diese Art und Weise. Bin gespannt, wie sich's bis dahin äußert, wie weit ich bis dahin gekommen bin mit dem Kanal. Allerdings, ja, ich muss euch jetzt zumindest in der jetzigen Position sagen, dass die Chance, dass ich dann sage, 8-9 Monaten, ich mache das Vollzeit, die Chance liegt definitiv unter 50%. Definitiv. Also, es ist keine große Chance, dass... Achso, das ist ja gar keine Ratte. Die Chance ist sehr viel höher, dass ich das nicht mache. Also Vollzeit-Content-Creator werde. Die Chance ist höher, dass ich... Was ist denn nun los? So. Die Chance ist höher, dass ich sag, okay, ich mache das nur noch als Hobby. Und nur noch, wenn ich wirklich Bock habe. Ich halte mich dann in keine... wie soll ich sagen, an keinen Output mehr so und sag, hey, ich möchte pro Woche mindestens 3 Videos machen oder sowas, dann ist mir vollkommen wurscht, dann setze ich mich keinem Druck mehr aus und mache nur noch wirklich, wie ich Bock habe, wenn das so kommen sollte. Wenn es andersrum kommt, mit Vollzeit, dann wäre es natürlich so, dass mein Output sehr, sehr viel höher wäre, vielleicht sogar Streaming mit dazukommen würde und die Qualität der Videos natürlich nochmal einen deutlichen Push bekommen würde, ja, weil ich viel mehr Zeit nutzen kann zum Recherchieren, weil ich viel mehr Zeit in Videobearbeitung investieren kann, weil ich viel mehr Zeit investieren kann, vielleicht Interviews zu organisieren mit Entwicklern oder mit anderen Content-Creatern oder eben Livestreams auf die Beine zu stellen. Ja, einfach mehr Sachen zu machen, mehr Dinge ins Rollen zu bringen. Und ja. Weiß nicht, wie wir jetzt da rüberkommen. Wo müssen wir lang? Keine Ahnung. Gibt's eine Map? Nee, da gibt's nicht. Mal da runter vielleicht, ha? Sieht gut aus hier. Heps. Ja, und das war mir einfach heute auch ein wichtiges Anliegen. Das einfach mal, ich dachte, warum nicht über ein... Oh, da wurde wieder jemand entführt, oder? Nee. Da hinten hat sich einer verirrt von unseren Bots. Oha. Ihr seht schon, hier geht's ab. Burn. Ihr seht schon, also es ist sehr viel im Gange, quasi, was... auch noch nicht weiß, wie meine Zukunft aussieht in ein paar Monaten. Bin sehr gespannt, was es wird, wie es wird. Ah, Mist, jetzt hat er mich erwischt. Stimmt, ich kann das ja nicht blocken. Ich habe versucht, es zu blocken. Hier auf jeden Fall ordentliches Gemetzel, wie ihr seht. Also wer sowas mag, der wird natürlich seine Freude finden, auch bei Dark Tide, wobei dann auch noch mit Shooter-Action was dabei ist. Und je nachdem natürlich, welche Klasse man hat, hat man eine andere Spezialfähigkeit. Hier, ich habe jetzt mit der F-Taste die gerade gedrückt gehabt.
dieser Charakter, den ich spiele, ist Tank sozusagen. Der kann wirklich sehr viel Schaden aushalten. Und ja, ich denke, damit haben wir das Thema zumindest mal abgearbeitet. Im nächsten Abschnitt, denke ich, werde ich euch auch noch mal was erzählen über andere Dinge, die den Kanal betreffen. Mal gucken, wie die Idee bei euch ankommt. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr dem gerne zugehört habt. Denn, ich dachte mir, wenn ihr jetzt wieder nur Let's Play seht, ja, ist das ja für manche langweilig, deswegen rede ich auch mal über was anderes, was vielleicht für euch auch mehr von Interesse ist, nebenbei das zu wissen. In diesem Sinne mache ich hier kurz einen Cut, nachher geht's gleich weiter. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Findet ihr gleich wahrscheinlich in den Vorschlägen oder sonst unten in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.